Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu der ersten Folge, beziehungsweise ja, zu der ersten Folge von Minecraft Lost. Ja, kleines Stranded Deep Ding. Gucken, wie lange das geht. Ich habe die Map vorhin gefunden. Das ist tatsächlich eine Map, die man einfach runterladen kann. Ich packe euch den Link zu der Map mal in die Videobeschreibung und ja, ich würde sagen, fang an. Nach dem Intro. Bis gleich. So, starten durch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich habe mir nichts dazu durchgelesen. Okay. Wir haben hier erstmal das Journal. Wir schauen hier, my mouth feels dry. Ja, wobei, doch, das weiß ich. Wir müssen essen und trinken, also wir müssen auch trinken, sonst verdursten wir nach einer Zeit. Und wir haben hier drin so Challenges, aber das können wir dann, das lesen wir uns gleich einfach mal durch. Aber jetzt erstmal das Journal. März, 22. März 2015. I found myself stranded on a raft, floating somewhere in the Pacific Ocean. Ich habe mich selbst. Ich versuche es gar nicht erst mit der Übersetzung, Christopher. I made a list of things that need to be done to stay alive. The most important is to provide myself a basic necessities? Ich habe keine Ahnung, Wort habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Water, Food. Okay, ja. Ja gut, es wird halt einfach nur gesagt, was halt wichtig ist. Genau. Temperatur. Heiz, wenn es regnet, muss ich mich unterstellen. Wenn es kalt ist, brauche ich ein Feuer. Irgendwie so. Genau, Wasser, dann damit ich halt eben trinke und so. Damit ich nicht ertrinke. Shelter erklärt sich, glaube ich, von selbst. Genau, Unterschlupf und halt Food mit dem Hunger. Genau, das war laut. Egal. Leute, wir schauen uns einfach mal die Quest an. Build a Shelter, also baue einen Unterschlupf. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal alle mit. Wir nehmen erstmal hier diese ganzen Dinger hier mit. Kann ich die Kiste abbauen? Es wäre sehr schön, wenn ich die abbauen kann. Es geht tatsächlich nice. Ich pack mal alles hier oben in die Inventar. Jetzt gehen wir da erstmal rüber auf die Insel. Ich glaube, das ist erstmal das Erste, was wir machen sollten. Hey, hier gibt es noch so, genau, diese komischen, ekelhaften Fische, meine ich. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin ist. Aber man hat es, glaube ich, gerade gesehen, was mich da gerade halt so angegriffen hat. Die Dinger sind mies ekelhaft. Weil die einen halt auch töten können. Das Hühnchen, das Huhn werden wir nicht töten. Werden wir safe brauchen. Irgendwann. Genau, hier sind nämlich zwei. Das heißt, die können wir paaren später. Okay, warte. Wir brauchen erstmal Holz. Ich hole mir jetzt erstmal die Basic Stuff. Erstmal. Und danach machen wir weiter. Beziehungsweise ich baue mir jetzt erstmal nochmal eine zweite Kiste. Wobei, nein, ich baue mir jetzt erstmal so einen kleinen Unterschlupf und danach mache ich alles andere. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Cleverste. Weil dann haben wir nämlich auch eine Challenge schon fertig. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange das hier eigentlich dann geht. Wie lange so, ich sag jetzt mal, wie lange dieses Projekt hier geht. Schweige denn, ihr wollt es weiterhin sehen. Natürlich. Ist halt auch die Frage, ob ihr da Bock drauf habt. Also ich werde das jetzt einfach ganz stumpf hier hinbauen. Es muss ja nur irgendwas sein, damit mir nicht kalt wird oder so in der Nacht. Oder ich erfriere oder so. Irgendwie sowas. Es muss ja einfach nur. Ich muss ja einfach nur da über den Schädel haben. Das reicht ja schon. So, zack, zack. Kann ich hier nicht so eine Tür reinrotzen. Brauchen wir Holz, Diggi. Plus Veganix, Alter.
Also wie gesagt, ich mache mit so ein provisorisches Ding. Ich glaube, sowas wie Betten und sowas gibt es gar nicht. Die kann ich gar nicht machen. Also wie gesagt, ich habe mir da nichts zu durchgelesen. Ich weiß, das mit diesem Essen und Trinken Stuff, das weiß ich. Ich glaube, ich mache das sogar noch mal ein höher. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, das noch mal ein höher zu machen. Hier, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, perfekt. Also wie viel fehlt mir? E2, passt eh. Bam. So, kann ich das nämlich hier. Zack, zack. Licht haben wir trotzdem noch. Ich würde sagen, die Kiste stelle ich hier hin. So, das heißt, die erste Ding, die erste Quest können wir aber schon mal reinpacken hier oben. Das Journey packe ich mal hier unten erstmal rein. Ich hole mir jetzt erstmal noch mal ein bisschen mehr Holz. Weil, ja, wichtig und richtig, wir brauchen natürlich auch ja, Werkbank und alles. Ne? Eine zweite Kiste werde ich jetzt gleich auch noch machen und halt so den, ich sag jetzt mal den Standardkram halt, Axt und Spitzhacke. Ich glaube, Schwert wird unnötig sein. Und zur Not können wir uns das, kann ich mir das ja immer noch machen. Über die Zeit. Ich müsste eigentlich jetzt genug haben. Ja, perfekt. Ich werfe einfach mal mein Holz weg. Das ist natürlich. Das ist natürlich sehr gut gemacht hier. Ach, Kacke. Ich dachte gerade, es geht nicht. Okay, warte mal, dann ich sortiere die mal ganz kurz so. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 8. Nee, ich war 17, 18, 19, 20, 21, 5 und 6. Genau, und das Journey Pack da oben. Nur die abgeschlossen kommen hier oben hin. Genau, Build a Shelter haben wir abgeschlossen. Make a Fire, dafür brauchen wir Eisen und ja, Eisen und Dingens brauchen wir dafür. Wir brauchen Eisen und Flint. Den Flintstone brauchen wir. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal hier den schnieken Basic Stuff. Ah ja, eine Schaufel brauche ich ja auch. Ganz ehrlich, ich mache mir das Schwert einfach auch. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es noch. Ich weiß es nicht. Ich mache es mir jetzt einfach mal auch. Ich glaube zwar nicht, dass ich es brauche, aber naja, muss ich überlegen, ging das so? Nee, ne? Nee, ich brauch 6 dafür. Okay, ich würde sagen, ich hole mir noch mal ein bisschen Holz. Äpfel sind auch wichtig, deswegen eigentlich gut, wenn ich die Sepplinge einsammle, weil dann kann ich nämlich neue Bäume pflanzen auch. Das ist eigentlich dann gar keine schlechte Idee. Werde mal hier unten reinpflanzen und hier, 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 hier. So. So, ich werde mir jetzt erstmal noch mal ein bisschen Holz holen. Wir brauchen auch Stein tatsächlich. Ich habe auch schon ein bisschen Stein gesehen. Da hinten haben wir noch Stein. Später werden wir auch noch zur anderen Insel gehen. Ich schätze einfach mal, höchstwahrscheinlich machen wir das dann in der nächsten Folge. I don't know. Naja. Mal schauen, ne? Ja, keine Ahnung. I don't know. Es kommt ganz drauf an. Aber, ja. Mal schauen, ne? Ich bin gespannt.
spannend, actually. Was gleich in der Nacht passiert, weil ich merke nämlich, es wird dunkel auf jeden Fall. Ich glaube, mit Optifine habe ich so ein. Ich habe nämlich Optifine drin. Ne? Ich habe maybe das Glück, dass es nicht allzu dunkel ist. Wenn doch, habe ich jetzt die Arschkarte gezogen, dann ist das halt so. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie. Warte mal, das erste, was ich mir jetzt mal mache, ganz kurz, ist. Jetzt muss ich selber überlegen, wie geht denn das nochmal. Entweder war das so. Okay, so ist der normale Zaun. Okay, das ist schon mal wichtig eigentlich. So, das ist eigentlich schon mal recht gut, dass ich weiß, wie das funktioniert. Die Frage ist nur, wie ging der andere nochmal? War der nur mit Sticks? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Nein. Ah, so war der. Okay. Gut, dann haben wir das auch. Dann werde ich jetzt hier zack, zack, zack. Und jetzt das andere denkbar. Ich mal bis hier. Bam. Zack. Werde ich jetzt mit den Seeds, den ich habe. Also mit dem einen Seed, den ich jetzt hier habe, werde ich gleich mal kurz versuchen, hier die Hühner anzulocken. Dass sie da in dieses Gehege gehen. Okay, das eine folgt mir schon, das ist schon mal gut. Na komm. Ja, komm. Du auch. Hey, hallo. Ja, du auch. Genau, komm her. Aus. Ne, ihr müsst schon hier reinkommen, ne? I feel thirsty. Ja, das Problem ist. Also ich fühle mich durstig. So, jetzt können wir hier. So. Okay. Ja, das Problem, ich habe keinen Ofen, ne? Das ist das Problem gerade an der ganzen. An der ganzen mathematischen Geschichte hier. Ich mache jetzt mal hier so ein kleines provisorisches Lager. Ja, ich muss die Äpfel essen. Keine andere Wahl gerade. Das sollte ein bisschen helfen. Dann hole ich mal Sand. Aber Sand brauchen wir. Warte mal, wie viel Glas brauchen wir denn für. Brauchen nur 3, ne? Aber ich brauche noch. Wie viel Stein war das nochmal? 8, ne? 8 für den Ofen. Ja. So, jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Egal, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Glasflasche habe. Bis gleich. So, ich habe jetzt die Glasflaschen. Ich habe auch 3 Steintools, weil. Einen Moment. Oh, ich musste gerade husten. Und das habe ich euch jetzt mal kurz erspart. Ich habe diese Steintools jetzt, weil ich gerade einen Silberfisch ausgebuddelt habe. Und ich muss unbedingt was trinken. Damit diese Abbaulähmung, die ich habe, weggeht. Weil die ist nämlich echt nervig. Genauso wie mein Husten gerade. Das nervt so nochmal. Okay, die ist weg. Gut. Die Abbaulähmung ist weg. I feel cold. Ja, genau. Deswegen, ich muss. Ich brauche den. Ja, ich habe den Flint. Ach, warte mal. Ach, das bringt mir gar nichts. Ich brauche Eisen. Oh nein. Ach, das bringt mir doch alles überhaupt nichts. Was bringt mir jetzt dieses komische Steinchen da, wenn ich gar kein Eisen habe? Ja, ich glaube. Ey, wo krieg ich denn jetzt Eisen her, Alter?
es hier überhaupt Eisen auf der Insel? Warte, lass mich mal kurz auf der Insel ein bisschen rum. Ich kann nicht mehr rennen. Ich muss auch mal generell was essen. Ich hole jetzt einfach die Äpfel auf den Kopf. Ist mir egal. Aber da oben haben wir noch Kakaobohnen. Das ist gar nicht mal so blöd eigentlich. Was zählt? Kann ich mich an den Ofen stellen? Zählt das? Ja, wow. Das bringt mir echt viel, wenn er aus ist. Naja, immerhin haben wir alles für den. Haben wir fast alles für den Dingens. Aber fast. Wir brauchen eigentlich nur noch. Ja, wir brauchen halt eigentlich nur den Dings jetzt, ne? Den Eisen brauchen wir jetzt. Ich weiß nicht, soll ich mich ein bisschen runter oder? Ja, das hat echt viel gebracht. An der Stelle. Danke für gar nichts. Ich könnte sonst mal das Stein komplett hier weggraben und halt gucken, ob ich da irgendwie Eisen finde. Ich möchte die Folge auch nicht zu lang machen. Damit es ein bisschen spannender für die nächste Folge wird. Ah, ihr wisst Bescheid. Hier der Spannungsboss. Der Boss der Spannung. Könnte natürlich auch gut sein, dass ich für Eisen auf eine andere Insel muss. Das würde sogar Sinn ergeben. Wie stelle ich nochmal Holzkohle her? Wie war denn das nochmal? Ich meine einfach einen Baumstamm im Ofen, ne? Warte mal, ich teste das mal ganz kurz. Ich nehme mal 4 Stämme mit. Teste ich das mal kurz, weil ich bin mir gerade unsicher. Ah ja, okay. Gut, weil dann können wir nämlich, kann ich mir nämlich gleich Fackeln machen. Dann kann ich hier immerhin mal mein Putze ein bisschen ausleuchten. Und ich brauche mal hier die Schaufel und so viel Holz, weil ich meine. Ah ne, okay, war ohne Schaufel. Okay. Gut, war ohne Schaufel. Ja, ich habe das halt noch ein bisschen anders in Erinnerung. Ich habe das noch anders. Kopf, dieses Rezept vom Brot. Ich kenne das nämlich noch, dass man da irgendwie so eine Schaufel noch für braucht. So als Paddel. Ja. Wisst ihr? So kenne ich das noch. So, jetzt haben wir hier immer. Haben wir mal hier ein bisschen Licht in der Butze. So, jetzt kriegen die Hühner hier auch mal ein bisschen Licht in der Butze. Bam. Hier haben wir mal reingelegt. Das ist natürlich. Aber warte mal, habe ich nicht auch noch Eier in der Kiste? Warte mal, hier muss. Ah ja, ich habe hier noch 4 Eier. Ich habe das Cobblestone weg, das Boot packe ich mal hier hin, die Wasserflasche packe ich mal da hin. So, ich hole mal ganz kurz die Eggs. Ah, geil. Gut, kam nochmal jetzt raus. Schauen wir mal eine Tür hier, ganz ehrlich. Ich habe nämlich keinen Bock, dass da irgendwelche Viecher reinkommen. Raus, Viecher. So, ja, perfekt. Habe ich gut gemacht. Das war die falsche Tür. Ah. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ne, warte mal. Jetzt ist die falsch gesetzt. Ey. Ah, jetzt. So, euch geht's eh noch gut. Ja, das freut mich. Du Silberfisch. Geh mal weg, Dengi. Bitte. Geh mal weg, Bro. Mit dir abzuhängen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal auf die erste Insel fahren, auf die erste neue. Ich werde jetzt auch mal hier ein bisschen rumgucken, ob ich hier vielleicht irgendwie Eisen finde oder so. I don't know. Ich finde hier Eisen. Ja, auch wenn ich keine Hoffnung habe, dass ich hier irgendwie Eisen finde. Aber naja. Egal. Leute, soll es gewesen sein mit der ersten Folge von Minecraft Lost. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und ja, schaut in die Videobeschreibung. Da habe ich euch die Map reingepackt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold, it's